geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Kollege Müller, es hat mir noch ein wichtiger Argumentationsbaustein Ihrer Rede gefehlt. Da hätte genau reingepasst, und das war: Rettet die Bäume, esst mehr Biber. Das hätte genau in Ihre Kette gepasst, von der Logik, die Sie hier verfolgt haben. Das ist schon erschreckend. Ich muss sagen, mich lässt der Antrag sehr ratlos zurück zunächst, weil es doch eine seltsame Mischung von verschiedenen Elementen ist. Ich würde den Antrag mal bezeichnen als ein Vehikel, was Sie sich da zusammengebaut haben, um alle möglichen Ladungen damit zu transportieren. Da ist natürlich einmal Ihr vehementer Kampf oder gegen einen angeblichen Klimawandel, wie Sie immer sagen. Es steckt aber auch drin, dass Sie hier quasi geheime Mächte projizieren, die die Bundesrepublik steuern. Und das Dritte, was dazu gehört, ist natürlich immer ein gewisser Angst vor allem anderen zu schüren oder vor allem Fremden zu schüren. Das zieht sich da in gewisser Weise durch. Ich will auch kurz darauf eingehen. Zunächst mal, heute Morgen wurde ja schon deutlich beim Antrag die Formfehler, die bei dem einen Antrag drin waren oder bei dem Gesetzentwurf. Und so etwas sehen wir hier dann auch, weil, das hat der Kollege Flaccus ja schon aufgeführt, ein Klimakabinett, das Deutschland führt. Das hört sich immer toll an und das können Sie auch sicher gut verkaufen als AfD. Aber es ist in Deutschland einfach so, dass Steuergesetzgebung vom Bundestag gemacht wird und gegebenenfalls auch dann vom Bundesrat dann nochmal bestätigt werden muss und von niemand anderem. Natürlich kann ein Klimakabinett Vorschläge machen, aber dann hätte ich das auch gerne hier in Ihrem Antrag stehen drin, dass Sie Saarland das im Bundesrat dagegen stimmen soll, wenn Sie das, wenn das das ist, was Sie damit sagen wollen. Aber wie schon gesagt, ich glaube, das geht ganz gerne damit einher, dass man hier suggeriert, dass es irgendeine Macht da in Deutschland gibt, die von Angela Merkel gesteuert wird und die alles leitet und alles Fäden in der Hand hat. Und das weise ich hier mit aller Entschiedenheit zurück. Wir sind ein demokratischer Bundesstaat und so werden bei uns auch Gesetze gemacht und insbesondere Steuergesetzgebung. Und das Vehikel, was Sie sich da zusammengebaut haben, das ist mit quietschenden Reifen auf einer Geisterfahrt unterwegs. Das läuft gegen alle wissenschaftlichen, das fährt gegen alle wissenschaftlichen Meinungen an, die weltweit hier vertreten werden. Das hört sich immer gut an, was Sie reinschreiben, der umstrittene Klimawandel. Ja, ich sag mal, wenn man es so sagen will, dann ist auch Evolutionstheorie ist umstritten und auch die Gravitationstheorie sind alle umstritten. Es sitzt ein Physiker, der wird das bestätigen. Es gibt immer noch ein paar, die denken, es ist anders, aber wir stehen auf festem Boden. Wir merken, es gibt eine Gravitation und so ist es auch mal beim Klimawandel. Das ist von fast allen Wissenschaftlern geteilt, aber das hält sie nicht darauf ab, ihr Vehikel weiter in diese Richtung zu steuern, gegen alle Menschen, die hier anderer Meinung sind und das auch vertreten. Und es ist eine Schlingertour von links nach rechts, die Sie hier mit Ihrem Vehikel fahren. Einmal sagen Sie, es gibt keinen Klimawandel, oder dann sagen Sie, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Weiß man es nicht? Ich würde da mal gerne Ihre Meinung zuhören, weil dann könnten wir auch damit argumentieren. Da bleiben Sie immer im Wagen, weil zum einen sagen Sie, steigt halt das Klima an, dann sind es halt 100 Meter Höhe des Meeresspiegels, die wir mehr haben. Das wird passieren, sagen Sie. Auf der anderen Seite sagen Sie auch, man kann es nicht erkennen. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, welche Logik Sie hier vertreten. Es wäre mal interessant, das ganz klar zu hören, damit man sich auch damit auseinandersetzen kann in der Sache. Ich habe sehr gut zugehört. Ich glaube, den meisten Kollegen wird es hier genauso gehen. Einmal haben Sie einen Anstieg des Meeresspiegels als sicher angesehen, weil es einen Klimawandel gibt, der aber nicht menschengemacht ist. Nein, gibt es nicht. Dann habe ich Ihre Ironie leider nicht verstanden. Vielleicht sind Sie doch kein Kandidat für die Heute-Show, wie es andere hier eben gesagt haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber ich will das außen vor lassen. Dann gibt es jetzt gar keinen Klimawandel auf einmal mehr. Aber dann verstehe ich nicht, was wir hier alles auf der Erde sehen im Moment. Aber gut, das ist eine andere Sache. Zur Steuerthematik will ich kommen. Es wurde vom Kollegen Flaccus sehr klar gesagt gehabt, Steuern sollen eine Lenkungswirkung haben. Und ich glaube, das ist der wichtige Aspekt, das möchte ich auch nochmal darstellen, obwohl wir es ja schon im April sehr genau diskutiert hatten. Es gibt ja jetzt schon eine Flut an Steuern auf die Energie. Das ist so und da müssen wir einfach mal überprüfen, was hier wirklich zielgenau ist und was halt nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist nochmal der wesentliche Ansatz, dass wir das im Ganzen nochmal hier überprüfen. Ich glaube, da wird das Klimakabinett ja auch Ansätze liefern. Und da muss man natürlich nachher genau prüfen, welche Methoden helfen und welche nicht. Sie schreiben die Zettel von Emissionszertifikaten. Da muss ich sagen, die AfD war ja schon mal die Professorenpartei. Man merkt, dass diese Intelligenz jetzt nicht mehr vorhanden ist. Die Zeiten sind vorbei, weil also dass ein Zertifikathandel jetzt ein sinnloses Instrument ist, da wird Ihnen ja wirklich jeder wissenschaftliche
jeder Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass das völliger Quatsch ist, aber hindert sie nicht davon, das dann auch noch in ihr Papier reinzupacken. Auf jeden Fall, wir haben ein Bild von hier von einer Energiebesteuerung und die muss überprüft werden und das ist das Wesentliche, was momentan hier bei uns ansteht. Auch was Sie komplett ignorieren, wenn es doch keine Notwendigkeit gibt, den Klimawandel zu bekämpfen. Ich habe es Ihnen schon mehrmals die Frage gestellt, sollte man nicht damit umgehen, dass es eine Knappheit an Rohstoffen auf der Welt gibt, dass wir irgendwann kein Öl mehr haben werden, das ist alles egal, momentan muss es nicht interessieren, das ist nicht mehr mein Problem, sondern das der folgenden Generation. Weiß ich nicht, wie dann Ihre Argumentation da wäre, da haben wir noch nichts dazu gehört. Ein anderes Argument, wenn wir doch wirklich hier Arbeit und Wohlstand in unserem Land schützen wollen, dann müssen wir uns auch ein Bild machen, wie die Welt um uns herum aufgebaut ist. Und wir bekommen damit, dass gerade so ein Land wie China hier sehr stark auf die Elektromobilität setzt. Wenn wir uns da nicht weiterentwickeln als Deutschland, dann werden unsere Exportmöglichkeiten hier in Zukunft ganz schlecht aussehen und auch hier für unsere saarländische Automobilwirtschaft. Von daher müssen wir auch schauen, dass wir hier den Weg des Fortschritts gehen in dieser Sache. Und ich glaube, Sie haben, muss ich auch eingestehen, ein ganz falsches Bild der Menschen, die in unserem Land sind. Sie denken, alle hätten dieses Weltbild wie Sie, aber ich merke halt, dass Leute wirklich hier engagiert an der Klimawende arbeiten auch, die sich genau Gedanken machen, wie sie ihr Haus dämmen können, wo auch dann gerade bei Handwerkern ein ganz großes Interesse besteht, hier Möglichkeiten zu entwickeln und weiterzuentwickeln und das wird von Ihnen einfach verneint und ich bin der Meinung, das sollten wir unterstützen, aber den Menschen hier Klarheit bieten. Klarheit, wie sie in einigen Jahren Steuern bezahlen müssen auf Energie und dann wird das einen Boom auslösen bei uns in der Bauwirtschaft. Da bin ich fest von überzeugt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Für mich bedeutet in diesem Zusammenhang sehr stark konservativ sein, nicht ideologisch an die Sachen herangehen, sondern genau schauen, was wir machen müssen an Veränderungen, die notwendig sind und denen wir nicht ausweichen können. Und das ist auch der Pfad, für den ich plädiere und was ich auch im April sehr genau dargestellt habe. Aber ich möchte ganz zum Schluss noch einmal auf die grundlegende Frage eingehen, wo ich wirklich dann ein Problem mit Ihrer Argumentation habe. Das ist das Thema Klimawandel. Ja, nein, gibt es. Ich möchte Ihnen da zwei Sachen ans Herz legen, die mich sehr stark bewegt haben. Das sind das einmal das Werk Collapse von Jared Diamond, ein sehr bekannter Anthropologe aus den USA. Und er schreibt darin, wann Gesellschaften überleben oder untergehen. Und er reflektiert die letzten 5000 Jahre der Menschheit und zeigt genau, wo durch Klimawandel Gesellschaften untergegangen sind oder in schwere Schieflagen bekommen haben. Weil manchmal ist es nicht der Klimawandel allein, sondern Revolutionen, Umstürze, die ausgelöst werden, Chaos-Sorgen, die dann nachher eine Gesellschaft zu Fall bringen. Und wenn ich sowas lese, dann soll ich mir mal Gedanken machen, und ich bin der Überzeugung, dass sowas gibt, aber dass es nicht vom Mensch gemacht ist, dann muss ich mir doch umso mehr Gedanken machen, wie ich dagegen Vorbeugung schaffen kann und die ganzen Probleme, die hiermit verbunden sind. Ein anderes Buch, was in die gleiche Richtung geht, ist von Brian Fagan, Die Macht des Wetters, wie Klima die Geschichte veränderte. Und das, denke ich, kann man auch genau hier nachverfolgen, wie gefährlich das Ganze auch ist. Und ich muss sagen, so wie Sie es rüberbringen, das ist für mich menschenverachtend in gewisser Weise, weil lasst es doch einfach die Klimawandel kommen oder lasst ihn an Orten passieren, das war immer schon so in der Geschichte, wenn das so zufällig ist, wie es jetzt gerade passiert, und das ist ja nachweisbar, dass wir einen sehr starken Anstieg der Temperaturen haben, dann müssen wir wirklich von einer menschenverachtenden Ideologie hier ausgehen, wenn wir nicht dagegen kämpfen wollen, wenn in anderen Regionen Menschen die Probleme haben. Auch wenn wir sagen, wir können den Klimawandel nicht beeinflussen, wenn das Ihre Logik ist, dann müssen Sie wenigstens noch mal sagen, was Sie machen wollen, um hier andere Teile der Welt zu unterstützen. Und wenn nicht, dann tut es mir leid, ich glaube, dann brauche ich hier auch gar nicht mehr zu argumentieren, dann haben wir eine ganz grundsätzliche andere Meinung, was Politik für die Menschen ist. Vielen Dank, meine Kollegen, ich bitte um Ablehnen dieses Antrags.